Wir sind heute zu Gast bei Silvia Senona, Jungkabarettistin im Vorarlberg. Silvia, du kommst aus Sulz, seit 7 Jahren machst du Kabarett. Wie bist du dazu gekommen, Kabarett zu machen? Also ich glaube, wir waren allgemein eine ziemlich lustige Familie immer. Und ich war früh auf der Bühne musikalisch, ich habe Gitarre studiert und für mich war aber immer klar, ich würde was mit Gitarre machen und nicht mit Rädern. Und Gitarrespieler bin ich aber immer so wahnsinnig nervös und dann bin ich drauf gekommen, dass ich zwischen den Konzerten angefangen habe, Räder und froh war, wenn das Gitarrestück fertig war und ich wieder Räder haben können. Und das Räder war überhaupt kein Problem für mich und hat mir ganz viel Spaß gemacht. Und dann bin ich in der Schule unterstützt worden mit der Lehrer. Und ich habe noch gehabt und habe gesagt, er braucht einen Sketch, ob ich einen schreiben möchte. Und dann habe ich gesagt, ich mache da keinen Sketch, ich mache da ein Kabarett. Und aus dem hat sich ein 10-minütiges Kabarett entwickelt. Ein halbes Jahr später habe ich ein komplettes Programm gehabt. Und ja, so ist das im Prinzip entstanden, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat und ich das weiter verfolgt habe. Ja. Wenn man auf deiner Homepage ein bisschen rumsurft, dann liest man, ich kann den Mund nicht halten, schreibst du, du stehst auf Minis, Männer und was zum Naschen. Ist das die Silvia Senona oder ist das das Boxenluder? Ich bin das Boxenluder. Also Silvia Senona ist das Boxenluder und für das stand ich. Und das, was es auf der Bühne gibt, ist mich. Also es gibt mich hundertprozentig, so wie ich jetzt da hocke, bin ich auf der Bühne. Und es gibt mich das Leben, meine Geschichte, weil, ich, also nicht wegen mir, nicht weil ich so egoistisch bin, sondern weil ich glaube, dass meine Geschichte auch die Geschichte von der anderen sind. Und das ist das, was zählt. Und ja, in meinem Leben sind Minis, Männer, Mamas und Schokolade meistens. Ja. Das aktuelle Stück heißt der Boxenluder. Wenn ich an Boxenluder denke, dann denke ich an große, blonde Frauen, großen Busen, die irgendwo auf einer Motorhaube rumhängen. Ein Klischee. Wieso Boxenluder? Erstens mal, weil natürlich die Box an sich eine Rolle spielt im Kabarett, aber deshalb, weil ich mir denke, wenn ich der älteren Generation erzählt habe, ich nenne das Programm Boxenluder, sind alle verschrocken, weil Luder war früher so ein böses Wort für eine Frau, das Böseste, was es geben konnte. Und ich finde, der Begriff hat sich eigentlich gewandelt. Und vor allem ich als glänzendes Mädchen kann auch ein Luder sein und ich kann auch ein Boxenluder sein. Und genau das zeige ich an dem Abend, dass ich auch eins bin. Das Boxenluder auf der Bühne, was will denn das Boxenluder am Publikum vermitteln? Was lernt das Boxenluder und um was geht es eigentlich beim Boxenluder, bei dem Stück, bei dem Programm? Also eigentlich geht es um mich, der ganze Arbeit, nur um mich. Also ich habe ein persönliches Programm und das noch Fragen statt dabei, weil man denkt, wenn ich den Leuten schon das aufzwinge, dass sie mich kennenlernen müssen, dann möchte ich auch, dass sie die Möglichkeit haben, mir Fragen zu stellen können. Und das können sie an einem Arbeit, deshalb das noch Fragen. Das Boxenluder, wo ich ihnen sage, ist eine selbstbewusste junge Frau, die zu sich steht, die den Mund aufmacht, die zuerst im Körper steht und auch wenn ein gebärfreudiges Becken vorhanden ist, ist das auch was Gutes und dass man zu dem stehen kann. Das möchte ich auch vermitteln. Dass ich habe mal eine Frau gehabt, die zu mir gesagt hat, Wahnsinn, dass du dich traust, auf die Bühne auf zum Stehen mit deiner Figur. Meine Figur hat mich noch nie im Leben von irgendetwas abgehabt. Also, solange ich im Europapark in der Achterbahn in den Sitz hineinpasse und den Bügel dazu kriege, lasse ich alles so, wie es ist, auf jeden Fall. Ja. Jetzt wird ja die Figur überbewertet, ja, ein gesellschaftliches Problem. Was sind denn noch andere inhaltliche Themen? Geht es um Politik, um gesellschaftliche, soziale Probleme, auch im Land überhaupt, der Mensch im Vorarlberg oder die Vorarlbergerin und der Vorarlberger? Also, es ist. Ich mache kein politisches Kabarett. Ich bin jetzt eher, ich glaube, dass sich das gewandelt hat, dass man eher gesellschaftskritische Sachen einbaut und verwendet. Und dort ist natürlich, wie gesagt, mein Lehrer ein großer Punkt, wo man dort Sachen sieht. Oder anhand von meinem Lehrer kann ich die Geschichte erzählen. Es geht um den ersten Freund, um das, was ist der erste Freund, um das Date mit dem Freund, das erste Date, um was da halt schief gehen kann oder wie es ist und wie es ist mit mir zusammen zu sein, weil es nicht unbedingt so einfach ist wahrscheinlich, weil ich sehr viel rede manchmal. Und meine Eltern, die sich jetzt natürlich auch weiterentwickelt haben, nachdem alle Kinder ausgetauscht sind und wie sich das verändert hat, wie sie wieder zur Selbstständigkeit zurückgefunden haben. Und es geht aber auch um so Sachen wie Frauen und Einkäufer, ums Erste, ums Gewicht der Kleine. Und um was geht es noch? Es ist bei mir sehr spontan, also es ist jedes Kabarett, jede Vorstellung ist anders, weil ich mit dem Text, ich habe keinen fixen Text, ich habe Stichworte und bin sehr variabel in der Hinsicht. Und es geht ums Älterwerden, um das, dass ich 25 bin und mir langsam zu Vorarlberg, als auf der einen Seite der Bodenständig, auf der anderen Seite der Kelly Punk, Zeit wegrennt, weil rund um mich dann alle heiraten, Kinder kriegen, Häuser bauen.
Eigentumswohnungen kaufen und das ist für mich noch zu früh. Das will ich noch nicht. Auf der anderen Seite gibt es aber schon eine Art Sicherheit bei uns in Vorarlberg. Ja. Also es geht um viele Klischees, viele gesellschaftliche Themen, auch Schubladisierung. Wir tun es ja alle gegenseitig schubladisieren. Hast du denn schon Ziele für neue Programme? Hast du Ideen und kannst du schon erklären, was aus dem Nähkästchen plaudern? Also Ideen sind eigentlich immer da. Immer wenn wir irgendwo eine lustige Geschichte haben oder einen Streit zum Beispiel zwischen meiner Mama und mir, über was auch immer, sind das Sachen, die ich immer aufschreibe und dann auch verwendet wird. Aktiv an ein neues Programm hocken würde, wenn das Boxenluder abgespielt ist und ihn einfach auch dann wieder was Neues entwickeln will. Ich möchte mich ja weiterentwickeln. Das ist ganz wichtig. Und ich finde auch, dass man jetzt innerhalb von meinem Programm ja eine Entwicklung sehr hat. Und da bin ich gespannt, was kommt. Ich muss mir jetzt allerdings noch Zeit fürs Boxenluder, da ist auch noch viel Potenzial drin, wo ich sage, da kann ich mich noch verändern, bis es wirklich fertig entwickelt ist. Die höchste Entwicklungsstufe vom Boxenluder wird die letzte Vorstellung sein.